Erste Pistol Round dieses Duells Euronics Gaming gegen die Blue Jays. Die Knife ist durch. Blue Jays starten auf der T-Side, während Euronics Gaming als CT in diese einsteigt. Fischer aber öffnet ganz gut für den ersten Spiel. Crispy, Color und Snyder fallen da ebenfalls beide. Cello und Chris K. holen sich da die Frags. Damit hat man jetzt schon eine relativ starke 5 gegen 2 Überzahlsituation für die Blue Jays und das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, diese Pistol Round für sich zu gewinnen. Euronics jetzt deutlich dezimiert, können nicht mehr wirklich ordentlich diesen Spot verteidigen. Vorerst weiter in Richtung B orientiert. Cello jetzt bereits auf der Side. Hat einen Toxic Spot können. Dementsprechend auch der schöne Headshot gegen Kazuya und es ist damit nur noch Maki. Und der kann es versuchen. Mal gespannt, was er da jetzt noch macht. Ein paar Leute zumindest rauszuholen. Es wären 1 gegen 5 für Marke. Der erste Klick sitzt gegen Synx. Weiß auch noch von einem weiteren zumindest. Trotzdem natürlich auch die Zeit nicht unbedingt auf seiner Seite jetzt dementsprechend. Hat er nicht gesehen. Jetzt weiß er, dass einer hinter ihm ist. Aber er kann nicht auf alle Positionen gleichzeitig achten. Muss jetzt aufpassen, dass er da eben nicht von hinten umgerannt wird. Und die Runde wird fast nicht mehr möglich sein für ihn. Er zieht noch einen mit, aber das schafft er nicht. Chris K. setzt den Headshot gegen Maki und holt sich damit die Runde für die Blue Jays. 1:0. Damit für sie gegen Euronics. Wir müssen in die Economy, können sich hier nichts leisten. Entsprechend einmal nicht gekauft und die Blue Jays in einem guten Force. Kaufen wir relativ viel sogar schon ein. Das ist eher unüblich, schon mit 3 AKs in der zweiten Runde durchzustarten. Und dadurch einfach die größere Firepower, aber auch jetzt, wenn die Blue Jays da nicht zu viele Waffen verlieren, können sie die AKs in den nächsten Runden mitnehmen. Dementsprechend da auch nichts dann zum Nachkaufen nötig. Dürfen die Runde jetzt aber nicht zu knapp werden lassen. Also zu viele Waffen zu verlieren, wäre jetzt eher problematisch. Dementsprechend auch natürlich gefährlich der Tower hier von Euronics Gaming, den man hier auf Short positioniert hat, wenn man da reinläuft. Das ist selbst mit Akkas schwierig, auf alle den Fokus gleich setzen zu können. Bischof da jetzt genau rein, kriegt direkt den Headshot mit. Und dementsprechend ist er raus und die Überzahlsituation kurzfristig für Euronics. Jetzt ist schon lange halten können. Chris war gleich aus zum 4-on-4. Kriegt da jetzt auch die Crossfire-Situation von Chris K., der ihn da von der Seite unterstützt. Noch ein Headshot, der Spray-Transfer war versucht, aber er schafft es nicht gegen Color, der mit dem MAC-10 ja aufruhen konnte, zumindest noch einen Frag setzen kann. Zwei Leute damit raus für die Blue Jays, trotzdem noch die Überzahlsituation, 3 gegen 2. Color mit 18 HP auch relativ low. Dann müssen sich jetzt hier neu formieren. Aber eventuell kriegen sie noch ein, zwei Leute mit und das wäre für die Blue Jays fatal. Die müssen die Runde jetzt mit den drei Mann so gut wie möglich überstehen. Geht man die Waffen saven für Euronics. Bringt eine AK und eine MAC-10 durch. Das ist in Ordnung für diese Full Economy, wenn man sie denn so halten kann. Für die Blue Jays ist es auch okay. Kommen da drei Leute lebend in die nächste Runde. Die Runde geht auch an die Blue Jays. 2-0 damit auf dem Scoreboard. Zwei AKs, eine Galil durchgebracht. Für beide eigentlich ganz in Ordnung dieses Ergebnis. Darauf wird es aufgebaut bei Euronics definitiv. Die zwei gesaveten Waffen plus den Full-Buy vom Rest des Teams. Blue Jays ist mit dem Buy. Und wir haben eine Gamepause.
Nächste Runde gestartet, damit der Fullby erstmals jetzt für beide Teams. Ausgeglichene Buy-Situation, die AKs, eine Galil bei den Blue Jays, Oronix mit den aufgehobenen Waffen aus der Economy und dem Nachbuy mit den M4A4s. Entsprechend auch das Dev-Bild jetzt von Oronix Gaming. Headshot von Chris K. öffnet die Runde, Chris Walker nachsetzen, Colo und Snyder damit raus. Oronix wieder in deutlicher Unterzahl, 3 gegen 5 und das relativ schnell. Die Opener fallen da für die Blue Jays. Das sieht man da sehr, sehr schön nach, gutes Teamplay. Cello macht den Headshot gegen Kazuya. Maki ist wieder mal der Letzte. Wieder ist es ein 1 gegen 5 für ihn. Aber dieses Mal wird das nicht mal versuchen, da irgendwie noch was zu machen. Ich denke, er wird probieren, die M4 hier irgendwie zu saven. Die Blue Jays auch nicht unbedingt in der finanziellen Lage, hier groß auf den Hand zu gehen. Ich denke mal, dass die Runde hier relativ entspannt runterlaufen wird. Final Blue Jays. Oronix Forst runter. Geht da in den Gegenwart. Möchte die Blue Jays brechen, möchte sie in so einer Forst-Situation mal runterbringen. Da Monster zusammen mit Schneider. Das schaut damit wieder für die Blue Jays. 5 gegen 4 Überzahlsituation aufgebaut. Seitigung auf B jetzt zu dritt verschwunden. 10 von 5. Zieht da einfach noch durch und holt sich auch noch den Booster. Crispy und Snyder down. Wieder ist es eine 5 gegen 2 Situation. Oronix erneut stark dezimiert. Und jetzt kommt der Executor halt auf den B-Spot. Noch ein bisschen Zeit, möchte da alles weiter unter Kontrolle halten, macht keine zu aggressiven Moves. Bombe wird gelegt. Roar ist Kevin, möchte da ein bisschen was mit der AWP machen. Vielleicht kriegt er noch einen, schafft er auch. Chris K. mit dem Headshot down. Cello wird geholt von Kazuya, 2 gegen 3. Der Retake wird angegangen von Oronix. Und noch ist das absolut möglich. Gehen die jetzt 2 für 0 rein. Beide auch nicht wirklich gut gespottet worden von den Blue Jays, da irgendwie auf dem Refract zu sitzen. Kazuya jetzt close, auch da kann er viel Schaden machen. Er ist Zynx, er headshottet ihn weg. Damit ist es ein Tour und Tour geworden. Bishop muss über Short unbedingt die Position halten. Wird jetzt da gesehen. Chris Ware unterstützt ihn. Und es ist nur noch Colon mit der AWP. 1 gegen 2. Er verschießt den ersten Short und wird dafür bestraft. Chris Ware mit dem Double Kill beendet die Runde für die Blue Jays. 4 zu 0 der Start hier auf Overpass. Und Oronix hat jetzt erstmal kein Geld. Die müssen hier in der Pistol Economy gehen, maximal auf die 2K runterkaufen und dementsprechend die Blue Jays immer weiter in der Möglichkeit, sich hier unten aufs Konto zu holen und auch das Geld natürlich da auf die Bank zu schaffen. Bishop und Chris K. über 7K. Jetzt unten den Connector. Aufbau stark auf B orientiert für Oronix. Chris B eröffnet die Runde. Macht den Headshot da gegen Cello. Überzahlsituation damit für Oronix. Snyder macht auch ein. Chris K. fällt da.
5 gegen 3 genommen für Snyder. Er hat jetzt eine AK in der Hand. Und die Blue Jays konnten bisher noch nicht nachsetzen. Jetzt Snyder ein bisschen Schaden bekommen dadurch. Goro versucht jetzt wieder lang. Kasuga mit der Deagle wird rausgenommen von Crispa. Kriegt da keinen weiteren Shot durch. Bishop auf B. Sneakt sich da hoch. Synx durch die Toiletten mit der Bombe. Eventuell sogar nochmal eine Verschiebung in Richtung B. Das wäre jetzt gar nicht so blöd. Da ist nur noch einer. Und den hat man ganz gut unter Kontrolle gebracht von Chris War. Und Bishop hält da den gesamten Cross. Lässt da nichts mehr anbrennen und damit der Bombplan für B mehr oder weniger sicher. Chris war fällt zwar jetzt noch ungünstig in der Toilette, trotzdem liegt die Bombe. Damit muss Ironix erstmal darauf reagieren, den Retake jetzt hier spielen. Bishop wartet da gut im Jungle, die Flashbang an der Seite funktioniert nicht wie erhofft. Der Drop, den könnte man gehört haben, Headshot geht nicht durch, jetzt weiß man, dass einer drüben ist. Darauf kann man sich eventuell stützen jetzt. Bishop mit dem ersten Track. Synx muss den Trainer gewinnen gegen Crispy. Er macht 2 durch den Transfer. Crispy und Color sind damit down. Double Kill für Synx. Snyder noch mit 13 HP. Und er hat kaum noch Möglichkeiten, sich da rauszuholen. Und Synx mit dem 3K sichert nochmal die Runde für die Blue Jays. Das war knapper am Ende, als sie es gehofft hatten. Ironix hier fast mit der Möglichkeit, nochmal aus der Economy heraus die Runde zu gewinnen. Aber es hat nicht sollen sein. Die Blue Jays bleiben erstmal standhaft bleiben. Zu 0. Leider ging Christmas Synx leicht aus. 1-for-1, damit der Trade. Wieder eine relativ offene Situation geworden jetzt. Fullball für beide Teams. Ähnlicher Aufbau. Ironix Gaming mit dem Doppel-AWP-Setup. Da Color und Kazuya jeweils an der Sniper unterwegs. Chris K. erledigt das für die Blue Jays. Kazuya macht den Hit gegen Chris K. zurück. Crispy muss einiges einstecken, dadurch die Smoke. Bleibt aber am Leben, die Flashbang. Bishop jetzt nochmal einen Hit mit, macht aber den Shot gegen Marky. 3 gegen 3. Bishop jetzt durch die Smoke und damit kann man so ein bisschen Verwirrung stiften, aber Bishop. Jetzt versucht er den Spraydown, hittet gegen Color. Er kann hier noch jemanden auf dem Spot gefangen halten, wird aber geholt von Kazuya. Jetzt bin ich gespannt, für welchen Go man sich wirklich entscheidet. Bisher noch nicht gesehen worden. Kazuya macht den Headshot gegen Synx und der war wichtig. Und jetzt ist es noch Cello. Und das im 1 gegen 2. Schwierige Situation für ihn hier an der AWP. Die Bombe liegt auch ungünstig. Hat nur noch 10 Sekunden. Er muss jetzt was machen. Er muss jetzt sich für einen Go entscheiden. Der Shot von Kazuya ging daneben. Jetzt hat er nur noch 6 Sekunden. Er sieht einen und er sieht sogar beide. Aber er kann einfach nicht mehr den Double Kill da machen. Ironix bleibt dran und holt sich die erste Runde hier auf dieser Map. 1-5 damit. Die 2 AWPs werden in die nächste Runde auch mitgebracht. Und dementsprechend jetzt die Blue Jays das erste Mal komplett dezimiert müssen hier. Einmal vollständig nachkaufen. Das ist aber möglich, die Blue Jays hier den kompletten Fullbuy zu erneuern. Marky und Kalor, die beiden eröffnen gegen Chris K. Bishop. Cello ist hier übershot. Macht da Marky zumindest einen Antwort-Track. Findet man hier für die Blue Jays. Trotzdem Ironix weiterhin in der Überzahl. 4 gegen 3 Situation. Das ist noch nicht wirklich in der Nähe von einem Bob-Spot.
Jetzt geht's dann nochmal über Monster in Richtung B. Kazuya wartet da bloß drauf. Jetzt zwei, macht einen. Liegt nochmal nach. Chris war jetzt schnell. Versucht dann die AWP rauszunehmen. Kazuya ist aber mittlerweile positioniert. Die Flashbang war super. Der Headshot nochmal gut drauf. Sinks macht den Shot, aber Color kann mit der AWP nachziehen. Damit ist es nur noch Chris war. Und der hat nur 11 AP. 1 gegen 2 Situation für ihn. Macht den Headshot gegen Color. 1v1. Gut gearbeitet mit dem Molotov. Wer weiß nicht, dass Crispy da in Short ist. Und jetzt zieht er sich komplett auf A zurück. Das ist ein cleverer Move von ihm. Short da mehr oder weniger komplett auszuschließen, dann den B-Spot zu kontrollieren. Und auf A zu verschieben, weil Crispy da eben nicht mehr so schnell hinterher kann. Dementsprechend jetzt ein bisschen die Zeit, die für ihn runtertickt, bis Crispy da in der Nähe ist. Und dann eben den Retake versuchen kann. Chris war... hat nur noch 11 AP. Das ist ein relativ leichtes Opfer. Er muss darauf hoffen, dass Crispy ihn nicht zuerst sieht. Es war... wartet da überlang. Crispy macht den Undefuse und der zieht einfach durch. Chris war berechnet damit nicht und der Defuse geht durch. Direkt die Runde geholt für ESG. Bros, don't fake. Crispy zieht da einfach durch. Chris war, geht davon aus, dass er nur faked, dass er ihn da abaimt und dementsprechend reagiert er nicht drauf und da geht die Runde an. ESG 2 zu 5, knappes 1v1 am Ende. Wieder aber zugunsten von ESG, nochmal der Force, nochmal der Buy für die Blue Jays. Einmal mit dem Full Equip, der AK, der Satellite, der Channel. Wirklich relevanter Erfolg dementsprechend. SK wartet da auf den Push und wird belohnt. Snyder läuft ihm quasi ins Fadenkreuz. Der Headshot durch, Sinks jetzt. Connector hat er gut geschulderpeakt, aber Color mit der AOG bleibt erfolgreich, holt sich Sinks in diesem 1v1. Situation jetzt. Die Blue Jays noch mit genügend Zeit, sich für den Spot zu entscheiden. Euronics verteidigt 2-2. Schließt da jetzt auch Stück für Stück Sachen aus. Der ESG Color mit dem Boost für Crispy, der sich da über die will. Und das ist absolut perfekt, dieses Timing. Der Shot läuft da gerade raus und wird mitgenommen. Und jetzt geht's dann doch nochmal in Richtung Mammut. Der Refrag muss fallen. Chris K. macht den Refrag. Marky down, Bombe liegt. Blue Jays wieder mit dem Plant. Euronics wieder mit dem Retake. Color und Crispy gegen Jello und Chris K. Color mit dem Spray. Das war super knapp. Dadurch die Smoke. Crispy. It's closed. Es freut sich da Chris K. Und es ist nur noch Jello. 1 gegen 2 für ihn. Bombe ist für ihn in Short geplantet, aber er muss peeken und er weiß, dass da zwei Leute stehen. Schöner Hit auf Color. Jetzt ein 1v1. Crispy gegen Cello. Kann er wieder durchziehen? Wird er wieder durchziehen? Er zieht wieder durch. Nein. Aber nicht ab. Und diesmal macht er den Headshot. Crispy mit den Eiern aus Stahl. Zieht da erst durch. Hört die Steps. Refocus nochmal auf Short und hittet da den wichtigen Headshot. Und Euronics mit der dritten Runde. Wieder ein 1v1. Dass am Ende Crispy für sich entscheidet. Super, super knappe Situation hier in diesem Match. Sehr, sehr close jede der Runden. Blue Jays dementsprechend immer mit dem Geld der Frags, dem Geld der Bombe. Mittlerweile einem 4-Runden-Lose-Bonus. Der Schnellkopf hat sich durch die andere Seite von Monster, aber da wird man abgeholt. Kazuya wartet nur auf der Smoke und holt sich den Double Kill. Crispy unterstützt nochmal. Jetzt geht's durch Short durch. Crispy mit dem Short gegen Kazuya. In der Säule steht Crispy. Toxic. Crispy muss auch. Gut. Jetzt spielen sie schön zusammen aus. Jetzt ist er halt bekannt. Sie sind beide bekannt. Entsprechend jetzt dann der Go. Versuch in Richtung B. Zwei bereits aufgestellt. Crispy macht einen über Short. Ist nur noch Chris K.
im 1 gegen 3, hat nicht die Bombe, die ist unter Kontrolle von TSG. Kleinen Step gehört, macht den Headshot gegen Color, geht auch gegen Smoke, aber da wartet Marky auf ihn. Lässt sich da nicht lumpen und hittet den Headshot am Ende für ESG. Vierte Runde in Folge. Die Blue Jays immer wieder mit einem Fullby, haben es immer wieder versucht, da Druck zu machen. ESG zu brechen, aber es hat nicht funktioniert. Jetzt stehen sie mit 4:5 am Rand der Economy. Blue Jays kein Geld mehr, müssen hier mit den Pistolen in die nächste Runde starten. ESG also damit mit den Trümpfen in der Hand hier den 5-5-Ausgleich zu erspielen. Wieder die Smoking Monster, da keine schnelle Aktion zuzulassen. Schaff ist bereits bekannt, Snyder pusht durch, wird belohnt. Zynx holt ihn sich aber da mit einem netten Klick von der Diegel. Hat jetzt auch Marky gespawnt. Macht auch nochmal einen Headshot. Zynx hat die Performance da an der Binde. Jetzt ist es aber Crispy, der auch Bock hat. Doppelkill über Short. 2 gegen 3. Chris K. und Zynx haben die Bombe. Gehen jetzt auch in Richtung A lang. Könnte er noch mitnehmen. Beide jetzt mit einer M4. Dementsprechend durchaus in der Möglichkeit hier noch eine starke Runde draus zu machen. Eine Minute knapp auf der Uhr. Von daher auch genügend Zeit, ganz in Ruhe die Spots unter Kontrolle zu bringen. Kazuya und Color, die beiden verteidigen A. Während Crispy da Klaus Engel am Ausgang von Connector steht und darauf wartet, dass die Tür aufgeht. Das passiert jetzt und da zieht er rum und Crispy macht beide. Schöner Double Kill. Da hat er einfach nur darauf gewartet, dass genau das passiert. Seine Hand war bereit für diesen Flick nach drüben und er macht beide noch mit der Unterstützung. 5-5 damit. Von einem 0-5 zurückgekommen, direkt das Hurley Comeback und damit ist alles wieder drin. Fullby-Situation für beide Teams, eine AWP auf beiden Mannschaften. Komplett even dieses Game. Und jetzt geht's hier in die 11. Runde. Oh, was ein Shot von Color. Eröffnet da gegen Chris K. Cello auch gut nachsetzen kann. Die Smoke da. Schön für sich genutzt, Snyder. Im Shot gegen Cello. Vier gegen drei. Überzahl Situation für Ironix. Wieder offen. Die könnte man gesehen haben. Und nicht erst effektiv wie gedacht von Zynx. Trotzdem. Ja, dieses Duell. Crispy holt sich den Shot. Und Bishop muss gucken. Jetzt mit Chris war zusammen. Beide mit einer AK. Die Bombe erreichbar. Crispy wieder Klaus. Richtung Shot. Er piekt. Er ist nochmal weitergekommen. Jetzt der passt zwar auf, aber Crispy ist da auf dem Gesicht. Keine Chance für Bishop. Und Chris war jetzt im 1 gegen 2. Crispy fällt, aber da kommt direkt der Refrag von Color. Schön zusammen gemacht. Beide da abgeaimt in Richtung Toilette. Man wusste, wo der letzte ist. Crispy opfert sich. Color macht den Shot und Ironix Gaming holt sich damit die Führung in diesem Matchup zurück. 6:5. Nächster Kauf für die Blue Jays. Fünfmal Zweifel ist er da dieses Mal. Fünfmal die AK in der Hand. Schönes Ding von Marky. Cello kann aber nachziehen. 1 für 1 der Trade. 4 gegen 4 Situation. Snyder hat da auch einiges an Damage noch mitbekommen.
noch relativ weit hinten passiert bisher. Cello, der jetzt da in Richtung Monster durchgehen möchte. Den aber kann nicht gefragt werden. Er macht einen. Erst jetzt kommt der Nachschuss. Kriska, aber erfolgreich. Damit alles wieder auf die Tour. Und die spielt er einfach godlike. Wieder der Double Kill. Wieder holt er den Monster alles raus. Und Ronix geht mit 7 Runden in Führung. Das sind 7 Runden in Folge hier gegen die Blue Jays. Die wirken gerade so ein bisschen wieder vollkommen zurückversetzt. Die ersten 5 Runden super stark gegen Aerotix geholt. Und jetzt 7 in Folge verloren, was nicht unbedingt das Mindset stärkt. Jetzt wieder kein Geld, müssen erneut auf die Pistolen zurückgreifen hier. Bishop eröffnet. Das ist schön. Noch einer von Kriska. Was ein Brett da durchkam. Marky jetzt aus Connector heraus. Man will da hinabnehmen. Man weiß, dass da die Gefahr herkommt. Marky macht einen, wird aber direkt geholt von Kriska. Jetzt nachgezogen von Kasuya. Der kann den Doppelkill machen. Und damit ist die Bombe down. Crispy noch mit dem Shot auf Cello. Und Chris war der Letzte. 1-2 für ihn. Schafft eventuell den Backstep, aber wird da gesehen von Crispy und direkt rausgeschossen. 8-5. Monix Gaming Runde für Runde stark hier. Nichts dabei. Wieder relativ ausgeglichen. Wieder 4Ks, die AWP bei Kriska. Oh, die Smog landet im Rücken von Bishop. Da sollte sie nicht hin. Nach lang ab. Mark hier öffnet. Macht da den ersten Shot gegen Cello. Verlor mit dem zweiten Frag. Chris war ist down. 5 gegen 3. Oronix jetzt wieder in Überzahl. Können sich jetzt eigentlich zurückziehen. Defensiver die ganze Sache angehen. Blue Jays in Unterzahl, die sich jetzt auch für eine Richtung entscheiden müssen. Snyder pusht derweil den Connector komplett durch. Versucht da einen Backstep und er kann funktionieren. Boah. So weit nach vorne, aber Snyder ist von hinten da und das wusste er. Der Backstep funktioniert von Aeronix. Beide fallen da. Snyder gibt nochmal einen Doppeldink gegen Kazuya. Guten Morgen, sagen wir da. Und Synx ist der Letzte. Das war eine zerstörerische Runde für die Blue Jays. Haben da nichts bekommen bisher. Die Bombe jetzt unter Kontrolle. Synx der Letzte. Alle down. Und Aeronix hat nicht einen Mann verloren. Bisher. Blue Jays auch jetzt hier in der vorletzten Runde. Das sieht nicht gut aus für diese Halbzeit. Und das hätte man nicht erwartet nach den ersten 5 Runden. 5-0 Führung für die Blue Jays. Und dann kommt Aeronix hier mit Paukenschlag zurück. 9 Runden in Folge geholt. 9-5 die Führung. Synx jetzt nochmal. Vielleicht mit einem Frag, aber er will sich hier nicht zeigen. Er weiß, dass da mehr ist. Und er will die Waffe hier nicht nach der Zeit verlieren. Letzte Runde, erste Halbzeit. Alles kaufen, was geht. Nochmal Timeout an der Stelle. Pause.
Hier ist ein Dude. Damit gehen wir rein in die letzte Runde der ersten Halbzeit. Bishop auf der Scout, ansonsten AKs gekauft. Eventuell mit einem Tempowechsel gespielt. Marky bekommt ein paar Shots mit. Snyder, aber Kolo ist da für die Antwort. Kazuya im 1v1-Fight. Chris Marcello im Connector. Alle so ein bisschen noch aufgebaut. Zusammen. Fountain gespottet. Kolo down. Chris macht crispy. Alle ein bisschen weit vorne jetzt für die Euronix Gaming. Damit ist es nur noch Kazuya. 1 gegen 4. Das wird nochmal eine schwere Sache für ihn. Ich denke, die Blue Jays hier zumindest nochmal eine Runde mitnehmen aus dieser Halbzeit. Beende die Runde. Holt sich da Kazuya 6-9 am Ende des Halbzeitergebnisses. Nicht unbedingt zufriedenstellend für die Blue Jays. Nach dem 5-0-Auftakt noch eine weitere Runde zu holen. Da haben sie sich sicherlich mehr auf. Euronix auf 9-6. Dementsprechend jetzt der Seitenwechsel. Die Blue Jays auf der City-Side. Euronix Gaming als Tees unterwegs. Mal gucken, was da jetzt passieren wird für die Blue Jays. Wenn eine Pistol Round schon mal nicht verkehrt, zumindest da gleich wieder den Anschluss zu finden. Und ein bisschen über. Lang über Spielplatz Fountain gespottet bisher, aber noch kein direkter Schlagabtausch. Ronix kommt da relativ gut durch. Hat jetzt lang komplett angenommen. Sieht da auch den ersten Spieler, Chris K., der da einiges abbekommt. Bishop versucht Match, schafft das nicht. Crispy ist da, jetzt kommt der Frag. Snyder kann ebenfalls nachziehen. 3-3 die Situation, aber Marky macht den Vorteil für Ronix klar. Der Headshot sitzt. Und damit hat man den Bombplant auch sicher. Jetzt der Retake. 2 gegen 3. Kazuya struggled ganz schön. Da am Rand von Connector, aber er schafft am Ende das 1v1-Duell. Und damit ist es jetzt noch Synx. Und der muss gegen 3. Und das schafft er nicht. Color von uns in der mit der Glock im Gesicht. 6-10. Euronix Gaming auf den Double Digits. Economy für die Blue Jays. Keine Investitionen jetzt in der Runde. Der verlorenen Pistol. Oronix baut da auch drauf aus. Kolo und Kazuya kaufen nichts. Dementsprechend relativ viel Geld noch zurückgelegt für die nächste Runde. Da will ich echt sogar gleich auf ein Doppel-AWP-Setup zu gehen. Marky eröffnet. Kolo, der braucht keine Waffe. Der macht das Ding auch mit der Pistol. Holt sich Chris Carcello. Kann einen nachziehen. Marky damit down. Eventuell eine Waffe, die man jetzt holen kann. Eine AK für Cello. Schönes Ding von Snyder. Schotter gegen Chris War, Bishop und Cello, damit die letzten beiden überlegen. Bombe wird gelegt, kann man nicht mehr verhindern. Das halte ich jetzt nur noch den Spot und das machen sie gut. Kazuya mit dem Matchup gegen Cello und jetzt kommt ihm da Bishop einfach ins Gesicht gelaufen. Color nimmt noch eine AK mit.
beziehungsweise eben die AK von Maki. Einer, zwei. Müssen da kaufen, eventuell eine AWP. Ich denke nicht, dass man auf zwei gehen wird. Könnte man aber machen durch den Doppel-Forcings, aber macht man hier jetzt nicht. Eine AWP für Color. Hat sich das Geld da zurückgelegt. Wir spielen dementsprechend AK mit und Ironix Gaming ist im Full-Buy. Genauso aber wie die Blue Jays, die ebenfalls einen guten Buy jetzt hier hinlegen können in der 18. Runde. Wichtig auch für sie, da jetzt direkt wieder zurückholen zu können. Da nicht zu weit fallen zu lassen. Chrisa macht dementsprechend eine gute Eröffnung. Holt sich Snyder da über Short weg. Damit down Chris war. Den Reefer Color mit der AWP. Immer so ein 1 für 1. Die Trades sind gut von beiden Teams. Und da nicht so einfach auf die Form. Jetzt Chris war, der hier durch die Smoke schießt und jemanden mitnimmt. Vielleicht für ESG ist was. Bekommt da den Bombplant. Schöner Flick von Color. Wichtiger Flick von Color. Tour-on-Tour-Situation. Fast exakt, was die Leben angeht. Der Flick von Chris K geht nicht rein. Kazuya ist da. Klaus genug und Chrisa ist jetzt der letzte. 7 AP hat er bloß noch. Ja, hat ihn da gespottet. Kriegt ihn nicht down. Jetzt bleibt er unfassbar low, aber Color mit der AWP drauf. Und die Runde ist sicher. 12-6 für Ironix. Verdoppeln hier den Rundenscore. Und das nach dem 0-5 Anfang. Blue Jays wieder kein Geld. Müssen erneut mit der Pistol Economy hier leben. Funktioniert einigermaßen. Snyder kriegt da ganz schön was mit, aber Color eröffnet die Runde trotzdem für ESG. 5 gegen 4. Sei wieder da. Jetzt davon aus, man darf da nicht so lange stehen bleiben. Crispy nimmt noch einen mit. Bishop kann den Refrag setzen, aber jetzt ist man bereits zu dritt auf dem B-Spot. Und jetzt der letzte Spieler raus. Maki macht den Frag gegen Bishop. Bombe wird dementsprechend gelegt. Retake-Situation für die Blue Jays. Hier die beiden Deagles in die nächste Runde. Ironix aber mit der 13. Runde bereits auf dem Scoreboard. Mehr als zufrieden, wie es gerade läuft für sie. Gehen da gute Runden durch. 4 Mann überleben das Ganze. Dementsprechend da auch geldtechnisch eine gute Möglichkeit, immer weiter aufzustocken. Das bei Runde 13 bereits auf ihrem Konto. Die Blue Jays jetzt wieder mit einem kompletten Buy. Bishop und Chris K. Doppel-AWP-Setup auf der City-Side. Sehr beliebt auf Overpass. Kann sehr gut nutzen. Bishop verschießt mit der AWP. War ein bisschen zu früh am Trigger. Kommt da einiges an Damage mit. Überlebt die Situation. Aber Headshot von Snyder geht da auch nicht durch. Und Chris K. überlebt das Ding. Chris K. muss jetzt gucken, noch nutzen kann. Das kann mit der AWP in Toiletten. Cello. Der steht da sehr gut. Macht den Headshot gegen Snyder. Will nicht so wirklich auf den B-Spot drauf. Ah, klappt's auch nicht. Chris K. macht den Frag gegen Color. 5 gegen 3, noch 40 Sekunden. Ironix noch verhalten, was und das wird bestraft. Sind noch mal einen mit. Jetzt sind es nur noch 2. Maki und Kazuya. Kazuya macht einen, wird aber gewinnt von Chris K. Jetzt Cello von der Seite. Und auch der macht direkt die Antwort. Ironix lässt sich zu viel Zeit. In dem Execute bleibt da zu statisch stehen.
vor dem B-Spot. Da wird eben vom Blue Jays schnell ausgeschlossen und dementsprechend dann verschoben und das Crossfire aufgebaut. Die Euronics keine Chance gehabt, hier reinzukommen. Jetzt die Flashbang gegen Bishop, der schnelle Versuch da von ESG und er scheitert momentan noch relativ deutlich und das bleibt auch so. Schöne Shots da von den Blue Jays. Bishop nochmal mit einem Double Kill über Monster, versucht jetzt durch die Small, kriegt da Kazuya fast angeschossen, aber die Shots gehen da alle vorbei. Dafür ist aber Christoph mit einem schönen Headshot. 8-13, die Runde war es nicht für Euronics. Wollte da mit einem Tempowechsel überraschen, wollte da schnell auf einen Spot explodieren, aber damit waren die Blue Jays vertraut und da gut durchgekommen. Damit jetzt für Euronics erstmal eine Sparrunde einzulegen. Cello eröffnet die Runde gegen ESG, die auch hier nur mit den Deagles zu eröffnet sind. Chris K. macht mit der Arbeit noch einen. Crispy kommt dazu. Jetzt zu dritt durch die Toilette. Chris K. Shot Cello mit der Antwort gegen Kazuya. Damit ist es noch Crispy. Und Cello macht seinen 3K in der Runde. Die Blue Jays gehen hier auf ein 9-13 hoch. Von ESG versuchen es da mit dem nächsten Fullby in Richtung A lang. Das haben sie bisher so noch nicht eingespielt. Dementsprechend die Blue Jays da auch gar keinen Fokus drauf, wie wir gerade sehen. Einer jetzt zur Seite, ESK versucht es da aufzuhalten. Das macht er gut. Der dritte Hit geht daneben. Cello versucht da von der Seite zu helfen. Er kriegt den Shot gegen Kazuya. Color macht einen zur Antwort. Aber das ist viel zu spät. 2-4. Die Unterzahl deutlich jetzt für Euronics. Snyder bereits auf der Side. Wartet für Bank, macht den Headshot da gegen Chriswa, ist jetzt auf Container fokussiert. Doch noch ganz gut gerettet für Euronics. Cello muss gucken, dass er da jetzt die Chance macht. Er kriegt einen, ist jetzt bekannt, aber Color steht im 1-3. Er wird von der Seite gemacht. Zynx mit dem letzten Shot. Blue Jays damit auch auf den Double Digits, haben die 10 erreicht, sind da mit nur noch 3 Runden von ESG entfernt. Gesehen, definitiv. Die Info überschaut haben sie da jetzt. Und ist auch dementsprechend wieder nur mit der Economy. Können wir keine 2 Runden mehr in Folge kaufen. Der Bombplant auch nicht down gebracht. Chris K. öffnet wieder gut für die Blue Jays mit der AWP. Macht den Double Kill. Weiter, macht den Triple Kill. Color fehlt ebenfalls. Sehr on point gerade Chris K. hier mit der AWP. Zweite Runde schon. Sehr, sehr stark am Anfang. Damit Crispy und Marky die letzten beiden. Marky ist down. Cello macht den Refrag. Crispy jetzt gespottet worden. Cello mit dem Frag gegen Crispy. 11-13. Die Blue Jays Stück für Stück in Richtung Comeback. Hier jetzt wieder einige Runden in Folge gewonnen. Euronics nur noch 2 Runden Vorsprung.
können jetzt wieder in den Fullback gehen, haben dann auch die AWP wieder auf Color. Ist klar. Die AWP hier ab. Cello jetzt an der Arbe. Der Shop sehr, sehr schnell. Der aggressive Display über A lang. Der wird dann bereits über den Spieler. Zu lange gedauert für Chris K. Bekommt den Frag aber trotzdem noch. 1 für 1. Bisschen zu übermütig von den Blue Jays. Jetzt forciert Crispy mit viel Schaden gegen Chris war. Spray Bang. Maki mittlerweile auf dem Spot, ist da gut durchgekommen jetzt. Bin damit eingenommen. Kann da jetzt auch ein bisschen Lärm machen, während die Bombe sich eigentlich in Richtung B orientiert. Und jetzt kommen da auch die Execute Smogs. Smog auf der Seite. Er macht es gegen Synx. Wichtiger Frag da von ihm. Damit das 3 und 3 forciert. Euronix wieder mal mit einem Bombplan seit einer Weile. Guter Nate-Versuch, aber der macht ein bisschen zu wenig Schaden. Lor wird gehittet, fokussiert sich jetzt auf Balkonie und das Sniper-Nest. Chris K. fällt, Chris war close. Auf die Railway in den Jungle. Scheint sich hier jetzt aber zurückzuziehen. Es scheint ein Safe zu werden für die Blue Jays. Und der geht auch durch, aber nix hier. Möglichkeit mehr irgendwie was zu handeln, dadurch jemanden mitzunehmen und dementsprechend geht die Runde an Euronix Gaming. 14-11. Nach einer Weile hat man jetzt mal wieder eine mitnehmen können. Die Blue Jays gut mit dem Safe da gearbeitet, haben zwei Waffen durchgebracht, können dementsprechend nochmal ohne Probleme komplett da drauf einkaufen, haben auch noch genügend übrig für weitere Runden, sollte es nochmal scheitern, um Euronix hier eventuell noch die Overtime bezwingen zu können. Es sind nur drei Runden zwischen diesen beiden Teams. Euronix dementsprechend auch nicht in der 100% sicheren Seite der ganzen Sache. Man kann die Jungs schnell wieder brechen und die Blue Jays wissen das. ESG aber natürlich auch. Nächster Fullback auch für sie. Eine wichtige Runde, entscheidende hier. Für Euronix eventuell direkt auf die 15 zu gehen. Headshot ab. Euronix da auf beiden Spots jetzt ein bisschen Lärm, ein bisschen Schaden auch und dementsprechend ist es sehr schwierig. Dementsprechend auszuschließen. Snyder und Kazuya mehr oder weniger zeitgleich machen hier jeweils einen Shot. Jetzt Chris war von hinten. Er holt sich Crispy. Snyder fällt ebenfalls. Aber es sind damit zwei Leute auf B und das weiß man jetzt auf Seiten von Euronix. Jetzt holt sich Marky noch von der Seite Chris K. Und damit sind es nur noch Chrisma und Synx. Und die müssen jetzt den Retake spielen. Und das gegen die bereits geplantete, komplett positionierte Bombe der Post. Okay, nochmal mit dem Boost hier. Stehen sie zusammen über die Toilette. Koloa hat die Bombe da gut im Blick. Ist gedroppt. Macht den Shot gegen Chrisma. Und damit ist es nur noch Synx. 1 gegen 3. Und das war's für ihn. Koloa mit dem Double Kill. Und die Runde geht an Euronix Gaming. 15 zu 11. Damit haben sie jetzt 4 Matchpoints. Und die muss das Team der Blue Jays erstmal abwehren. Um hier nochmal über die Overtime einen Sieg einfahren zu können. Geld ist erstmal nicht das Problem. Können hier nochmal sogar auf dem Doppel-AWP-Setup spielen. Aber auch Euronix natürlich mit den finanziellen Mitteln hier voll reinzukaufen.
muss aufpassen, auch über die Side. Crispy mit dem Double Kill rettet sich da aus der Side. Snyder nochmal gegen Sphinx. Kazuya ist schön positioniert, den Connector. Kann da ohne Probleme gegen Cello gegenhalten. Chris K. jetzt mit der AWP auf dem A-Spot. Auch der dürfte bekannt sein, hat man gesehen. Der Autodirector möchte mir das nicht zeigen. Der wechselt die ganze Zeit die Frist. Ich weiß nicht warum. Maki macht den Shot gegen Chris K. und es ist nur noch Cello. 1 gegen 4 jetzt für ihn. Er muss den Klatsch hier irgendwie gewinnen, aber ich denke, das wird eine sehr, sehr schwere Aufgabe für ihn. Euronix ist gut positioniert. Euronix hat die Bombe. Euronix hat alles gerade antrümmern. Das Spiel beenden und Maki macht es gegen die Blue Jays. 16 zu 11 am Ende auf Overpass. 5-0 der Start für die Blue Jays. Dann die Halbzeit leider abgegeben und am Ende ist es ESG, die sich die weiteren wichtigen 3 Punkte sichern können. Thank you.